Ich habe einen fiktiven Mordfall erfunden und das Rätsel konnte eigentlich nur lösbar sein, wenn man im Seminar gut aufgepasst hat. Und man hat auch gemerkt, dass sie Spaß dabei hatten. Mein Online-Escape-Spiel, das war ein Mordfall in Nürnberg. Dazu habe ich StudOn als Plattform genutzt, was ich allgemein sehr viel genutzt habe in dem Semester. Ich habe einen fiktiven Mordfall erfunden, der im Rathaus passiert ist, im historischen Rathaussaal in Nürnberg. Und die Stadt Nürnberg hat dann dazu aufgerufen, dass dieser Mordfall nur gelöst werden kann anhand eines Briefes, den der Täter hinterlassen hat. Und die Personen müssen historisch geschult sein. So fing es an. Ich habe den Studierenden dann eine PDF zur Verfügung gestellt mit dem Täterschreiben, mit dem Mordfall, mit einem Zeitungsartikel. Und jede einzelne dieser PDF-Dateien war mit einem kleinen Rätsel geschmückt. Und das Rätsel konnte eigentlich nur lösbar sein, wenn man im Seminar gut aufgepasst hat. Ja, und warum steht jetzt dieser Schuh hier? Dieser Schuh war ein Teil eines Referates. Ich habe ja im Volkskunde mein Seminar gehalten und da haben wir unter anderem den sogenannten Schembadlauf besprochen. Der Schembadlauf ist ein alter Fastnachtsbrauch in Nürnberg und da haben die unter anderem diese Schuhe getragen. Und im gleichen Moment ist mir natürlich eingefallen, dass ich tatsächlich so einen Schuh daheim habe. Das heißt, ich konnte in der nächsten Sitzung direkt, also vor die Kamera, meinen Studis diesen Schuh zeigen. Und genau, das fanden die super, hatten natürlich so einen Schuh auch noch nie in echt gesehen. Und weil sie es so super fanden, habe ich dann diesen Schuh auch im Online-Escape-Spiel mitverarbeitet. Das war komplett online. Und ich habe dann schon probiert, auch dieses digitale Setting so viel wie möglich zu nutzen, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist, die Studierenden zu animieren. Wenn man aber dieses digitale Setting mit einpackt, dann denke ich, ist es auf jeden Fall machbar. Man muss sich mehr Mühe geben, das ist klar. Und was ich dann in diesem ersten digitalen Semester auch das erste Mal gemacht habe, ist, dass ich zur Auswahl gestellt habe, die Studierenden können entweder ein Live-Referat halten oder ein Lehrvideo drehen. Das war so das, was ich vorher auch noch nie gemacht hatte. Wir hatten dann auch besprochen, wie dreht man so ein Lehrvideo, was gibt es da für Tools, wie geht man daran, wie schreibt man ein Drehbuch. Und genau, das wurde auch von einigen dann genutzt. Es sind sehr, sehr schöne Videos rausgekommen auch. Zwei Mädels im Seminar haben ein Lehrvideo gedreht über die Grabstätten von Patriziern. Da ging es also um Totenkult, Memoria, auch um die Grabsteine. Und die sind dann zu zweit durch Nürnberg gegangen, sind auf die Friedhöfe, haben die Grabsteine gefilmt, haben dann kleine Plakate auch gebastelt, sich auf die Wiese zusammengesetzt und das, was sie gefilmt haben vor Ort, dann auf diesen Plakaten verarbeitet, wie auf so einer kleinen Tafel. Also ich habe StudOn sehr, sehr viel genutzt. Ich habe schon, bevor das Semester losgegangen ist, über StudOn mehrfach mit den Studierenden kommuniziert, habe abgefragt, ob es jemanden gibt, der Probleme hat mit der Technik, habe auch eine Probe-Zoom-Sitzung mal vor dem Semester schon für die Studierenden erstellt. Ich hatte den StudOn-Link immer, andersrum, den Zoom-Link immer auf StudOn, dass der verfügbar war. Und also ich war sowieso per E-Mail immer erreichbar. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert dann. Das war zum einen das Referat oder Lehrvideo. Das war ein Teil. Und dann haben sie am Ende eine Hausarbeit geschrieben. Das war dann eigentlich wie im Präsenzseminar. Die fanden das eigentlich sehr schön. Sie meinten auch, es war teilweise mehr Aufwand, wie wenn sie ein Live-Referat gehalten hätten. Ich habe die Videos kurz vor Beginn der vor der Sitzung hochgeladen. Wir haben die gemeinsam angeschaut und das Feedback war eigentlich durchgehend positiv. Und man hat auch gemerkt, dass sie Spaß dabei hatten. Also ich denke, dass man sich in so einem digitalen Rahmen zu Beginn deutlich mehr Mühe geben muss, weil man ist einfach nicht vor Ort. Man hat die eigene Präsenz nicht, man hat wenig Mimik, Mimikgestik, es ist einfach alles anstrengender.
Wenn man sich aber darauf einlässt, auch ein bisschen abseits der großen Tools vielleicht mal schaut, was kann man alles für kleine Sachen machen, und wenn es nochmal eine Umfrage ist oder diese Zoom-Hintergründe, dann ist es sehr gewinnbringend. Und ich habe von den Studierenden wirklich viel positives Feedback bekommen, die dann auch das würdigen. Also es ist ja immer so ein bisschen schwer, von den Studierenden Feedback zu bekommen. Aber da kam dann auch wirklich, also sie haben gemerkt, dass ich mir Mühe gegeben habe. Und dann haben sie sich natürlich auch wieder Mühe gegeben. Und das war eigentlich ein recht schönes Zusammenspiel.